Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Warren Buffett ist der größte Optionshändler der Welt. Ui, das ist ja meine Aussage, ne? So und so ähnlich kann man es aber immer mal lesen, wenn irgendwelche Leute versuchen, etwas zu verkaufen. Denn da wird immer behauptet, dass auch Warren Buffett sehr viele Optionen einsetzt. Genaues darüber weiß man aber gar nicht. Und es gibt nur einen einzigen Trade von Warren Buffett, der wirklich genau belegt ist mit Optionen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Und heute schauen wir also, was der große Meister Warren Buffett mit Optionen macht. Also, ich habe es schon gesagt, ganz häufig lese ich auch bei Anbietern von irgendwelchen Optionsseminaren, dass gesagt wird, ja, Warren Buffett handelt zu viel mit Optionen und er nutzt zu viele Optionen. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, wir wissen das nicht. Denn es gibt wirklich keinerlei nachvollziehbare Informationen, dass das so stimmt. Es gibt im Internet, kann man recherchieren, gibt es einen Bericht, dass angeblich Warren Buffett seine Coca-Cola-Position mit Optionen gekauft hätte. Wenn man allerdings die Berichte von Warren Buffett an seine Aktionäre liest, es gibt ja diese Letter to the Shareholders, kann man auf Amazon zum Beispiel auch als kleines E-Book downloaden oder kaufen, kostet glaub, $9 oder so, sehr, sehr interessant, da finden sich nichts darüber. Das Einzige, was man wirklich nachvollziehen kann, ist, dass Warren Buffett in der Zeit zwischen 2004 und 2008, also jetzt schon ein paar Jahre her, Indexputs auf 4 verschiedene Indizes geschrieben hat, also es heißt verkauft hat. Woher wissen wir das? Naja, Berkshire Hathaway, seine Investment Holding, ist ja ein börsengelistetes Unternehmen und musste ja seine Geschäftsberichte und muss auch seine Transaktionen an die SEC melden. SEC, das ist die amerikanische Wertpapieraufsicht. Und aus diesen Unterlagen kann man ganz klar diese 4 Positionen herauskristallisieren. Man kann es nachlesen und er hat dann auch nach, ich glaube 2007 beginnend, ist er in seinen Aktionärsbriefen immer mal wieder ein bisschen auf diese Position eingegangen. So, was hat Warren Buffett jetzt eigentlich getan? Nummer 1, er hat auf 4 verschiedene Indizes hat er Puts verkauft, und zwar at the money Puts. Was sind at the money Puts? Ich zeige euch mal hier ein Bild vom DAX als Synonym, und ihr seht, wenn ihr also einen Put am Geld verkauft, so at the money, dann seid ihr als Verkäufer dieses Puts verpflichtet, auf Anforderung des Käufers des Puts den Index oder den entsprechenden Gegenwert hier an dieser Stelle, an dem sogenannten Strike, am Geld zu kaufen. So, Warren Buffett hat at the money Puts verkauft. Er hat over the counter Puts verkauft. Das heißt also, er hat keine regulären Optionen gehandelt, so wie wir sie hier handeln können an einer Börse, sondern er hat das mit Investmentbank gemacht. Mit welchen? Das ist nicht bekannt. Das wird auch nirgendwo beschrieben. Ob das nun Goldman war oder Merrill Lynch oder JP Morgan oder irgendein anderer, wir wissen es nicht. Er hat es auf jeden Fall gemacht. Over the counter, ich blende euch mal hier ganz kurz die Bezeichnung von Wikipedia ein. Das ist quasi ein außerbörsliches Geschäft, wird sehr, sehr häufig gemacht zwischen großen Institutionellen. Warren Buffett ist ein Institutioneller, und das heißt, du gehst einfach zu einer großen Bank hin und sagst, hey, wir wollen ein Geschäft machen, ich möchte das und das machen für 100 Millionen, mach mir dann entsprechenden Preis, und dann wird das gemacht, und dann ist diese Beziehung dann zwischen diesen beiden Investmenthäusern und wird eben als over-the-counter, als außerbörsliches Geschäft bezeichnet. Man lässt also die Börsen außen vor, damit man eben Größen definieren kann, Laufzeiten definieren kann und so weiter und so fort. So, auf welche Indizes hat er denn das überhaupt gemacht? Er hat es insgesamt auf 4 gemacht, und zwar einmal natürlich auf den S&P 500, dann hat er sich den Nikkei angeschaut in Japan, danach hat er sich noch den FTSE 100 angeschaut, das heißt also den Börsenindex aus Großbritannien, und hier, ich habe es schon gehabt, den europäischen, den Eurostoxx 50. Also S&P 500, Eurostoxx 50, FTSE 100 und den Nikkei. So, er hat das Ganze zwischen 2004 und 2008 gemacht. Die Hauptpositionen Anfang 2004. Er hat dann im Jahr 2008, das kann man nachlesen, nochmal ein wenig nachgelegt. Insgesamt hat er 47 Optionen verkauft, die alle einen Gegenwert von ca. 100 Millionen
Dollar hatten. Das heißt also, insgesamt hat er 4,7 Milliarden Dollar an Prämie eingenommen. Es gibt so ein bisschen, die einen schreiben 4,9 Milliarden, die anderen schreiben 4,7. Ich habe jetzt diese SEC-Berichte nicht gelesen, aber Berichte von Leuten, die sie gelesen haben und die das sehr genau durchforscht haben an der CBOE. Und da kann man das dann entsprechend herauslesen. So, was hat Warren Buffett eigentlich jetzt hier gemacht? Man kann sagen, er hat alles richtig gemacht und vom Market Timing her war es wieder mal eine Katastrophe. Also eine Sache, die ja Warren Buffett selbst auch immer sagt, er ist kein guter Market Timer. Und wenn wir uns einfach mal zurückerinnern, 2004, 5, 6, 7, da lief die Börse noch gut, 2008 Katastrophe, ne? Die große Finanzkrise, die Börsen sind 50% eingebrochen. Und wenn ihr euch mal dieses Bild hier anschaut, dann seht ihr, das sind diese vier Indizes mal indiziert. Das heißt also einfach, man hat gesagt, okay, ich gehe mal hierher, 2004 setze die alle auf 100, schau mir das an. Und ihr seht, 2008 waren die natürlich alle deutlich im Minus. Und Warren Buffett war mit diesem Trade in 2008 insgesamt 1,5 Milliarden Dollar im Minus. So, er hat eine sehr, sehr clevere Variante gemacht. Er hat erstens sehr, sehr langlaufende Optionen verkauft, also die Laufzeiten sind, und da muss ich jetzt selbst ganz kurz nochmal nachschauen, ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben, Laufzeiten zwischen 2019 und 2027. Also wirklich, wenn ihr bedenkt, 2004 hat er angefangen, das zu tun, bis 2027, also sehr, sehr lang. Das heißt, er hat einfach hier die Wahrscheinlichkeiten durch die lange Zeit extrem auf seine Seite gezogen. Und er hat eins gemacht, er hat sogenannte Optionen europäischen Typs gehandelt. Das heißt, die Vereinbarung zwischen den beiden Parteien waren so ausgehandelt, dass gesagt wurde, die können erst am Ende der Laufzeit ausgeübt werden. Das heißt, das zwischenzeitliche Minus stand zwar in den Büchern, er hatte aber nie Probleme damit, dass er aber dann natürlich genügend Cash hat, um das Ganze entsprechend auszuüben. So, es gab dann, ich glaube 2009, eine Bank hat dann gesagt, wir wollen den Deal rückabwickeln oder zurückkaufen. Da wurde dann 200 Millionen Dollar Gewinn realisiert von ihm. Hat er natürlich auch gemacht und jetzt sind halt immer noch, ich glaube 45 dieser Optionen sind immer noch offen. Was können wir jetzt aus diesem ganzen Trade lernen? Interessant ist natürlich erstmal eins, dass Warren Buffett, der ja oftmals zitiert wird mit diesem Ausspruch, dass Derivate Massenvernichtungswaffen sind, dass er damit scheinbar Optionen nicht meint. Und wir wissen das auch, wenn wir Interviews mit ihm sehen oder lesen, dass er natürlich damit hauptsächlich diese verbrieften Schuldverschreibungen gemeint hat, also diese ganzen Dinge, die auch zur Finanzkrise 2008 geführt haben. Warren Buffett hat also hier Optionen verkauft auf Indizes. Das ist also etwas, wo wir sagen, jawohl, das machen wir ja auch. Auch wir verkaufen Indizes. Nummer zwei, er hat lange Laufzeiten gewählt, um einfach die Wahrscheinlichkeiten in seine Richtung zu bringen. Weil, wenn er natürlich sagt, ich verkaufe 2008 oder 2007 oder 2006 einen Put mit 20 Jahren Restlaufzeit, wettet er ja darauf, dass er sagt, in 20 Jahren wird die Börse höher stehen als heute und falls nicht, dann kaufe ich sie. Ne? Die Prämie, die 4,7 Milliarden Dollar, die kann er ja trotzdem behalten. Und wenn er halt 20 Jahre später den gesamten Markt zum selben Preis wie vor 20 Jahren bekommt, dann ist das aus seiner Sicht ein gutes Geschäft. Und es gibt aber noch einen Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig halte und den die meisten wahrscheinlich jetzt hier übersehen werden. Wenn wir uns diese absoluten Zahlen anhören, 4,7 Milliarden, ne? Das klingt ja gigantisch und denkt man, boah, ist das eine Riesenposition. Und jawohl, das ist eine Riesenposition. Wenn ihr euch aber mal die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway anschaut, und die ist, und auch da schaue ich extra nochmal auf die aktuellen Zahlen, und zwar die ist aktuell 540 Milliarden Dollar. Ne? Also das heißt, 540 Milliarden Dollar, 4,7 Milliarden Prämieneinnahme, das ist weniger als 1%. Die absolute Zahl als solches ist gigantisch. Im Verhältnis zum Wert dieser Firma, oder beziehen wir mal auf das von uns, der Wert des Portfolios, ist das eine sehr, sehr kleine Position. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Natürlich lag er einmal 2008 1,5 Milliarden im Minus mit dieser Position. Wird ihn das aber gestört haben, wenn damals der Börsenwert 350 Milliarden Dollar war? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und das ist also eine ganz wichtige Sache.
Selbst jemand wie Warren Buffett, oder was heißt selbst, gerade er zeigt eben, man kann viel Geld verdienen, wenn man nicht überhebelt, wenn man die Wahrscheinlichkeiten für sich arbeiten lässt, wenn man clever die Idee nutzt, zu sagen, ich verkaufe Optionen. Und auch wenn das Market Timing nicht so perfekt ist, das können wir vielleicht ein bisschen besser, wir haben dafür aber auch viel, viel weniger Geld als er, ist das eben eine super Idee zu sagen, wir verkaufen langfristig und kontinuierlich Put-Optionen auf Indizes. So, jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, auf eure Meinungen, auf eure Fragen. Die schreibt ihr mir bitte wie immer hier unten in die Kommentare. Bewertet dieses Video, hat euch das gefallen, hat es euch nicht gefallen, abonniert diesen Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch wünsche ich bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Und ich möchte es ja immer jetzt mal wieder sagen, damit es wieder ins Gedächtnis kommt. Wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. In diesem Sinne, Servus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, bye, bye.